Hallo, liebe Bewohner. Es ist Dienstag, der 19. Mai 2020, 12.36 Uhr, hier auf Solari. Ich habe eine aufregende Nachricht im Namen unseres ehrenwerten Museumsdirektors Eugene zu verkünden. Zum Internationalen Museumstag hält das Museum vom 18. Mai bis zum 31. Mai eine Stempeljagd ab. Oh, klingt das nicht spannend? Ich hoffe, alle schauen im Museum vorbei und machen eifrig mit. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Leute, hier sind wir auch schon wieder. Zurück bei Animal Crossing. Ich habe eine traurige Nachricht zu machen. Ich werde jetzt die letzten vier Parts von Animal Crossing aufnehmen. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, wir machen noch zusammen die Insel. Aber ihr müsst wissen, ich spiele das Spiel parallel ja noch privat auf meiner privaten Switch. Und ich will daran nicht so schnell die Lust verlieren, das noch privat zu spielen. Und das zweimal nebenher zu zocken, war wahrscheinlich nicht die beste Idee. Also werde ich das Projekt nach den nächsten vier Parts beenden. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig. Dafür kommen andere Projekte. Die werden euch, kommt drauf an, ob ihr halt auf sowas, lieber sowas wie Animal Crossing sehen wollt, nicht so interessieren oder vielleicht doch interessieren. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich jetzt nicht die Insel mit euch fertig mache. Aber Animal Crossing, nur das Projekt, also das Let's Play-Projekt geht dann zu Ende, dass es halt regelmäßig viermal die Woche kommt. Es geht jetzt nicht zu Ende als Projekt direkt, weil ich mache noch zu jedem Event mal ein Part, um die Events zu zeigen hier und da. Dann, damit ihr das auch mitbekommt. Aber so als standardmäßiges Let's Play-Projekt wird das Ding hier dann vorbeigehen. Das ist ganz gut für mich, weil Animal Crossing ist super anstrengend aufzunehmen, weil nachdem wir jetzt die Baudesigner-App halt haben, gibt es halt so gut wie kein Ziel mehr, was wir erreichen können, also was wir erreichen können, sondern wir leben nur noch in den Tag hinein, wie es für Animal Crossing halt typisch ist. Und ich bin halt nicht der typische Animal Crossing Let's Player. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Der dieses Projekt halt stundenlang aufziehen kann. Und das wäre ein bisschen blöde, wenn ich euch dann zu Tode langweile damit. Oder beziehungsweise mich auch zu Tode langweile damit. Also ist es am besten aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Und dann nur noch Parts für Projekte zu bringen. Und genau das werde ich tun. Seid mir deswegen nicht böse. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Zum nächsten Animal Crossing wird es wieder ein LP geben. Und dann werde ich das Ding aber auch richtig spielen. Also nicht parallel zweimal, sondern wirklich nur einmal. Damit ich privat das Ding halt auch spielen kann. Und ja, wir machen das schon irgendwie. So, und heute haben wir erstmal wieder unseren Standardkram zu tun. Dann gucken wir uns zusammen das Museumsevent an. Ich hab's privat schon durch. Es ist leider nicht so geil, wie alle denken. Es ist relativ schnell abgeschlossen. Oh, scheiße. Da seht ihr mal, wie lange ich nicht gespielt habe. Zum Glück ist das Unkraut anscheinend an nur einer Stelle von der Insel gewachsen. Glück gehabt. So, aber wir gucken mal noch weiter, ob wir hier noch so eine Masse an Unkraut haben. So, hier haben wir nur ein Unkraut, das ist okay. Mehr, wir brauchen auch nicht unbedingt mehr davon jetzt. Und da oben sind unsere Sterni-Bäume, die wir auch wieder abfarmen müssen. Perfekt. So, aber ich muss ehrlich sagen, Leute, auch wenn es euch überraschen wird, ich bin relativ froh, dass das Projekt standardmäßig zu Ende geht. Es ist halt was anderes, als wenn ihr ein Rune Factory oder sowas spielt, weil bei Rune Factory habt ihr eine Story, die ihr spielen könnt. Und bei Animal Crossing ist die Story vorbei, wenn ihr die Designer-App habt, dann es ist halt wirklich nur noch ein Spiel zur Entspannung und bietet sich meiner Meinung nach bei meiner kleinen Community im Moment wenig für mehr an. Dafür bräuchte ich schon eine wesentlich größere Community, damit ich auch mal Inseln zeigen kann, hier und dort und jenes. Aber das wird hoffentlich mit der Zeit und der Zukunft kommen. Wir schauen einfach mal. So, da haben wir noch einen Ballon, den holen wir uns auch.
So, erstmal die Schleuder suchen. Ich zu blöd bin, die zu finden. So, perfekt. Was haben wir da? Ein Räucherofen, okay. Nice. Kann man mal machen. Und das vorletzte Fossil, glaube ich, wenn wir Glück haben. Aber nur, wenn wir Glück haben. Da ist noch ein Sternibaum und noch das letzte Fossil wahrscheinlich. Machen wir zuerst das Fossil. Ich muss ehrlich sagen, das Häschentag-Event war bis jetzt das Beste, ne? Also da hatte man am meisten zu tun, wirklich. So, damit haben wir nochmal 30.000 mehr. So, einmal das Loch zugraben. So, hier haben wir noch ein Unkraut. Weg damit. Weg mit diesem Dreck, Alter. Und noch mehr Unkraut. Alter, jetzt geht's hier aber los. Ich war echt eine ganz schön lange Zeit nicht mehr auf der Insel on. Ich glaube, das merkt man. Ja. Wie gesagt, eine Woche hatte ich Aufnahmepause. Meine Frau hatte Urlaub. Und dann nehme ich nicht auf und stream auch nicht. Aber jetzt ist wieder Aufnahmezeit angesagt. Und da muss ich halt durch. So, ich will ja auch für euch Content liefern. Aber erstmal suchen wir jetzt den Sternistein noch und sowas. Hatten wir den schon? Ich glaube nicht, ne? Gut gemacht. So, das ist der Geldstein. Sehr schön. Perfekt. So, damit haben wir den ganzen Standardkram erledigt. Gehen wir den Schrott doch mal verkaufen. Oder auch nicht. Machen wir zuerst das hier weg. So, ich hoffe, das war's dann aber auch mal mit dem Unkraut. Und dann gucken wir mal bei Nepp und Schlepp rein. Ah, so eine rosa Waschmaschine haben wir schon. Und sowas. Bitte einmal verkaufen. Nee, Moment. Nur das Zeug hier. Oh, es fehlt uns nur ein Fossil. Okay. Ja, weg damit. So, gehen wir raus. Nice. So, also es fehlt uns noch ein Fossil und den Sternibaum. Den müssen wir auch noch finden. Da ist das Fossil. Gut gemacht. Gut gemacht. Dankeschön. So, dann sortieren wir doch einmal erstmal unser... So, einmal hier und dann 10.000 Sternis. Perfekt. So, hier lag noch Unkraut. So, oh Gott. Brudi, Alter. Leute, wieso macht ihr das nicht weg? Nee, das muss natürlich alles ich machen. Kennt man ja. Und da oben ist auch gleich der Sternibaum. Sehr nice. So. Schaufel. Ein 1000 Sterni-Sack. Kennen wir ja schon. Dafür haben wir extra den hier vorbereitet.
So, perfekt. Anscheinend gibt es mehr Fossilien als nur die, die wir aus Grams Schiff schaufeln, oder? Nein. Gut, aber da ich noch 10 Minuten voll machen will, graben wir jetzt doch ein paar Baumstämme noch aus. Warum nicht? So, die Frage ist, geht die Schaufel auch kaputt, wenn ich jetzt die Baumstämme ausgrabe oder wirklich nur, wenn ich Löcher grabe? Und zählt das als Löcher graben? Wir werden es herausfinden, sagen wir es mal so. So, hier sieht es doch mal schon viel ordentlicher aus. Ohne diese ganzen Kackbäume. So, sehr schön. Dann einmal ran hier. So, dann haben wir die untere Ebene auch gleich schon fertig. Das geht ja schnell. So, jetzt hier oben. Haben wir hier oben überhaupt noch Bäume? Ja, haben wir. So, ich will unbedingt testen, ob das zählt für die Schaufel. So, haben wir hier noch einen? Nein. Hier sind wir auch fertig. Sehr... Oh Gott. Du sollst die Leiter nehmen und nicht die Angel. So, jetzt müssen wir sogar noch einmal rüberspringen, glaube ich. Oder haben wir hier jetzt alle entfernt? Hier haben wir alle entfernt. Okay, dann wieder rüber. Und dann geht das Buddeln weiter. Seid ihr traurig darüber, dass Animal Crossing enden wird? Schreibt's mal in die Kommentare. Es würde mich halt interessieren. So, alle weg. Weil es gibt bestimmt einige unter meinen Abonnenten, die mich für Animal Crossing abonniert haben. Und für die tut es mir halt leid. Also bei denen kann ich mich nur mehr als entschuldigen. Oho, ein Alpenbock. Der hatte wohl keinen Bock mehr auf die Alpen. Nice. Und deswegen, ich hoffe, ihr seid mir wie gesagt nicht allzu böse. Aber... Man sollte ein Projekt beenden, wenn es am schönsten ist, bevor es wirklich in Langeweile ausbricht, wie es bei mir im Moment der Fall ist, da ich es privat nebenbei noch spiele. Und ich finde, das ist die beste Lösung, denke ich mal und hoffe ich. Wissen tue ich es natürlich nicht. Könnte auch ein totaler Fehler sein, aber Parts werden trotzdem noch kommen. Zu neuen Events und sowas mache ich dann Animal Crossing Parts. Weil so ein Animal Crossing Part ist halt nun mal super schnell aufgenommen. So, aber ich will das halt nicht wie andere YouTuber ewig in die Länge treiben. Es ist ein schönes Community-Projekt. Ich sehe Animal Crossing eher als ein richtig gutes Streaming-Projekt an, als ein Let's Play. Ich hoffe, der Satz war jetzt richtig. Weil, wie gesagt, auf dieser Switch, mit der ich Animal Crossing spiele, kann ich wenig mit Zuschauern machen. Nächstes Mal, wenn das nächste Animal Crossing kommt, oder ich das im Stream spiele, dann benutze ich halt sowieso meine private Switch und nicht meine Switch für Aufnahmen, wie ich es jetzt halt mache. Ich glaube, Bäume ausbuddeln gilt nicht als Löcher machen. Das ist cool. Dann werden wir bestimmt noch fertig mit den Bäumen. Fertig drum. Alter. Ich darf nicht vergessen, da... Oh Gott, da ist noch ein Käfer.
Den schnappen wir uns natürlich auch. Nice. Oho, ein Fichtenbock. Da habe ich wohl einen Bock geschossen. Sehr gut, damit haben wir den Fichtenbock auch. Den alten Bock habe ich noch nicht mal bei mir privat. Gut zu wissen, dass es den da gibt. So, jetzt müssten wir unten auch alle Bäume haben. So gut wie, denke ich mal. Und im nächsten Part schauen wir dann eh beim Museum vorbei, weil da zeige ich euch dann den Museumspart. So, jetzt fehlen nur noch oben die Bäume und wir sind tatsächlich durch. Wir haben dann alle Bäume abgehabt. Wenigstens konnte ich das Versprechen noch halten, dass wir die Bäume machen. Ich fühle mich wirklich ein bisschen schlecht, dass ich das Projekt beende. Ich wollte halt relativ viele Parts machen, aber es ist halt wirklich anstrengend, das Spiel zweimal zu spielen, weil ich kann, wie gesagt, das Let's Play nicht einfach mal so aus Fun anmachen, um was zu verändern, sondern oder Zuschauerinseln besuchen, das geht nicht. So, das müssten alle Bäume gewesen sein hier. Nice. Sehr schön. Jetzt haben wir nur noch unten die Bäume und wir könnten jetzt diese Ebene anfangen umzubauen. Und hier ist auch noch das sechste Fossil. Und noch ein Haufen Unkraut. Unkraut, Brudi! So, perfekt. Weg mit dem Schrott. Also doch, fünfmal sechs Fossilien dieses Mal. Nice. Dann gehen wir den Schund nochmal schnell verkaufen. Ja, her mit dem Scheiß, Brudi. 200 Sterne, die sind immer nice. So, gucken wir mal an, was das hier ist. Ich glaube, das ist einfach nur ein Getriebe, ne? Ja. Lass mal stecken, sieht scheiße aus. Schön, dass die nochmal drin war. Ich habe die mir nämlich jetzt nicht bestellt. Ich sagte zwar schon, wir haben die auch und das stimmt. Ich hätte sie bestellen können bei privat für unseren Account hier, aber wenn wir uns die von unserem eigenen Geld kaufen, ist das doch nochmal viel cooler, denke ich. So, Leute, dann würde ich aber hier sagen, ich beende hier den Part. Wie gesagt, die Neuigkeiten waren traurig. Ja, ist halt traurig, wenn ein Animal Crossing Projekt, glaube ich, auf YouTube-Kanälen immer vorbeigeht. Aber besser ist es nicht, dass ich nachher hier vor Langeweile oder sowas vor euch sitze und dann ärgern wir uns gemeinsam, dass das halt nicht so gut lief. Ich hoffe, euch hat das Projekt trotz allem gefallen. Und ich sehe euch, also was heißt das Projekt noch? Es kommen ja noch drei Parts nach diesem hier. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Ich bedanke mich hier bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Animal Crossing oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!